Hallo aus dem Garten. Heute gibt es ein Video direkt von der Terrasse. Das Wetter ist perfekt. Es ist nicht zu heiß, es ist nicht zu kalt. Und Rocky ist auch mit dabei natürlich. Heute geht es um das Thema Schnecken. Ihr habt das alle mitgekriegt. Dieses Jahr ist ein furchtbares Schneckenjahr. Auch hier sind ziemlich viele Schnecken im Vergleich zu den anderen Jahren. Es ist nicht ganz so schlimm wie überall anders, weil wir keinen direkten Zugang zum Garten haben für die Schnecken. Aber nichtsdestotrotz ist der Salat komplett aus dem Beet getilgt und auch alle Jungpflanzen, alles was wir aussetzen, ansäen, machen wir schon gar nicht mehr. Aber alles was wir rausgesetzt haben, ist ja aufgefressen worden. Also schwierig. Und deswegen testen wir den Snail Stop von Kerbel. Und ich dachte mir, wir packen das heute mal zusammen aus. Für unser Hochbeet brauchen wir einmal den elektrischen Schneckenzaun, das Starter-Kit. Dann ist hier das Zaunband und ein Zaunverbinder. Das Ganze soll an unser rosa Hochbeet. Am roten Hochbeet haben wir so gut wie keine Schnecken. Hallo Rocky. Genau. Und dann schauen wir uns das einfach mal an. Die Verpackung ist schon mal ganz cool von Kerbel, denn ich habe das Gefühl, es ist kein Zentimeter zu viel Material und es ist vor allem alles plastikfrei und auch keine Klebeetiketten. Das heißt, es kann einfach wieder recycelt werden. So, wir starten mal mit dem Zaunband. So sieht das Ganze aus. Dieses Zaunband ist selbstklebend und wird dann quasi um das Hochbeet rumgeklebt und dann mit dem Schneckenzaun, mit dem elektrischen Gerät verbunden. Genau. Verbunden wird das Ganze mit dem Verbinder. Das sind immer zwei im Set, ist auch alles plastikfrei verpackt. Und das ist einmal die Platte, die ans Beet kommt und einmal der tatsächliche Verbinder. Und hier über die Metallstreifen wird dann auch quasi der Strom weitergeleitet. Das wird eingeklipst und dann verbindet das quasi die einzelnen Zaunelemente. Und dann kommen wir zum Hauptpart, dem eigentlichen Schneckenstopp. Auch da kein bisschen zu viel Verpackung, genau richtig. Es ist sogar die Schraube mit dabei, um das Ganze am Hochbeet zu befestigen. Richtig gut, also man muss sich um nichts kümmern. So sieht das Gerät aus. Es ist schon relativ groß. Aber ich denke, um Schnecken im Beet zu vermeiden, ist das völlig in Ordnung. Die 9-Volt-Batterie ist schon mit drin. Und genau, auch hier haben wir nochmal Zaunband und Verbinder mit dabei. Genau. Und damit wird es angebracht. Und der Zaun wird mit Strom versorgt, steht leicht unter Strom und die Schnecken möchten da natürlich nicht drüber kriechen, weil sie sonst einen Stromschlag kriegen und werden damit abgehalten vom Hochbeet und wir werden das die nächsten Tage ausprobieren. Wir nehmen euch natürlich mit beim Anbringen und berichten dann auch drüber, wie es gelaufen ist. Habt ihr schon Erfahrungen mit dem Snail Stop? Und vor allem, wie ist bei euch die Schneckenlage und was macht ihr im Moment gegen die Schnecken? Ich bin gespannt von euch zu hören.